Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monster High. Wir stehen hier immer noch im Korridor, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und nun werden wir zum Unterricht gehen, denn ich möchte unbedingt, dass es so schnell wie möglich Nachmittag wird. Mist, jetzt habe ich die Münze hier noch verpasst. Naja, egal. Ich möchte, dass es so schnell wie möglich Nachmittag wird. Denn dann treffen wir uns mit Gulia und Frankie. Und dann erfahren wir irgendwas Neues über das Amulett. Und ich bin da so super mega gespannt, was da wirklich mit den Amuletten los ist. Ich meine, dass es verflucht ist oder verzaubert oder sonst irgendwie was, das wissen wir ja schon. Aber was Gulia ja dazu zu sagen hat, das möchte ich wirklich... Da, zu Gulia. Ja. Wir treffen Gulia. Haben wir noch irgendwelche anderen Aufgaben? Nee, tatsächlich nur Gulia. Das finde ich super, denn ich möchte zu Gulia. Wir gucken uns aber nochmal ganz schnell den Newsfeed an. Kistenballplatz erhält Beifall vom Team. Schön. Schön, dass er dir gefällt, Claude. Sag dem Schülerrat, dass es uns allen leid tut, dass wir an ihn gezweifelt haben. Mache ich. Kistenballplatz Sanierung mit neuer unglaublicher elektrischer Anzeigetafel. Upgrade. Scheint, als schulden wir dem Schülerrat eine Entschuldigung. Sie haben das Benefizprojekt wieder gut gemacht. Zum Glück ist alles gut gegangen. Froh zu sehen, dass der Schülerrat Kistenball wichtig nimmt. Ich auch, Claude. Hast du den neuen Platz schon gesehen? Mania ist fantastisch. Sie haben sogar die Tribüne ausgetauscht. Auf dem Weg. Du wirst es lieben, Mani. Hashtag MonsterGut. Alles klar. MonsterGut, glaube ich gerne. Wobei mich das jetzt doch ein bisschen wundert. Wieso haben sie auf einmal das Ganze gemacht? Haben sie nicht erst gesagt, sie wollen das Geld für sich selber ausgeben? Das kommt mir alles ein bisschen komisch vor hier. Komm, wir springen runter. Direkt zu Gulia. Okay, meine Lieben. Gott sei Dank müssen wir da jetzt nicht so lange drauf warten. Hey Monster, ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Kommt, das Buch, das ich erwähnt habe, ist im Archiv. Hat das Buch auch einen Namen? Oh, es heißt Hiopedia. Es ist uralt und mit den Bandagen einer echten Mumie gebunden. Ich habe darin mehrere Hinweise auf Cleos Amulett entdeckt. Ich muss sie nur wiederfinden. Auf Cleas steht da. Also hier sind wirklich immer sehr viele Fehler drin, ne? Ab und zu im Text. Okay, finde es wieder, Gulia. Warum hast du es nicht gleich mitgenommen? Es ist weg. Ich wette, es ist weg. Ich wusste es. Es war genau hier. Es muss irgendwo sein. Mal sehen, ob wir es finden. Vielleicht will jemand nicht, dass wir herausfinden, was in der Monster High los ist. Teilen wir uns auf. Oh, aufteilen ist noch nie gut gewesen. Okay. Und hey, ich? Julia, ich stehe einfach nur da? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Du sagtest, das Horror-Dings war in Bandagen gewickelt, richtig? Ist es das? Ja, das ist es. Nun geht es darum, die richtigen Seiten aufzuschlagen. Nein, 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 das kann nicht sein. Alle wichtigen Seiten sind verschwunden. Es war alles da. Stichhaltige Beweise, das Amulett, der Flug, Spukkampf Moons und seine Vendetta gegen Bloodgood. Und alle wichtigen Informationen, um das zu beenden. Hey Gulia, das hier habe ich gefunden. Ich glaube, das ist eine der Seiten, die du suchst. Sie zeigt das Bild eines Artefakts, das genau wie Cleos Amulett aussieht. Hilft das weiter? Das ist es, eine fehlende Seite der Hieropedia. Gut gemacht, Frankie. Und wie es aussieht, wurden noch 5 weitere Seiten aus dem Buch gerissen. Wir müssen wissen, was drauf stand, Monster. An die Arbeit. Alles klar. Wir finden die Seiten. Auf geht's. Das müssen wir erledigen. Moment, wir müssen erstmal shoppen. Aber ich habe noch gar keine neuen Münzen gesammelt, so wirklich. Aber... ja, das ist auch nicht ganz so toll jetzt. Ist okay. Muss ja auch nicht immer was sein. Aha, hier drauf. Okay. Das heißt, Kiste schleppen.
Einmal von dort hier rüber. Und dann haben wir schon das erste Stück gefunden. Hoffe ich zumindest. Okay, dann könnte ich eigentlich gleich die anderen Münzen mit einsammeln. Bitte einmal ziehen. Dankeschön. Ich könnte das ja gleich bis zur Mitte da ziehen. Dann müsste ich doch theoretisch auf beide raufkommen. Hoffe ich zumindest. Ja. Kann ich von hier aus direkt dahin springen? Kann ich auch. Okay, Seite 1 gefunden. Jetzt wieder komplett in die andere Richtung. Stimmt da auf der anderen... Ja. 100 Pro muss ich jetzt wieder die Kiste dahin ziehen. Warum auch einfach, wenn es schwer geht? Wäre ja auch viel zu einfach. Ja, bitte anfassen. Sie zieht sich immer ein bisschen. Aber wir kriegen das schon hin. Okay. Rüber. Kann ich gleich ein paar Münzen einsammeln? Das passt doch gut. Und da haben wir das nächste Teil. Oh Gott, muss ich da rüber? Wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht einfach so. Jawohl! So. Geschafft. Frankie, ich hab sie. Na gut, ich hab 3 und 5 fehlen, ne? Oder wie war das? Wow, das rückt alles in kein schönes Licht. Sieh mal hier. Vor 1000 Jahren war König Spuk-Enchamun der Direktor der Pharao Hai, wo alle ägyptischen Monster und mythischen Wesen zur Schule gingen. Wie es so viele Könige taten, sehnte er sich leider nach der Weltherrschaft. Als Direktor hatte er Kontakte zu Schülern mit unglaublichen Kräften und so nahm er durch Flüche Besitz von ihnen und erschuf eine Armee, die seine Befehle ausführte. Sein Plan scheiterte an der jungen Direktorin Bloodgood, die zu der Zeit an der Pharao Hai war, um einen Schüleraustausch vorzubereiten. Sie berichtete alles unverzüglich dem Monster-Schulverwalter. Zur Strafe wurde Direktor Spuk-Enchamun in ein goldenes Amulett verbannt, damit er Schülern, Lehrern und der Monsterwelt keinen Schaden mehr zufügen konnte. Es kam, dass Cleos Mom das goldene Amulett von ihrem ihr fremden Bruder Spuk-Enchamun erbte, als er spurlos verschwand. Natürlich wussten nur Bloodgood und der Monster-Schulverwalter, wo er wirklich war. Auf ewig gefangen in dem goldenen Amulett und zweifellos seine Rache planend. Es klingt ganz gut. Es ist besser, wieder zu Bloodgood zu gehen, als ihr alles zu nehmen. Ja, es ist besser, wieder zu Bloodgood zu gehen, als ihr alles zu nehmen. Das klingt komisch, dass ihr wichtig ist. Ihre Schüler und Monster. Außerdem könnte der Spinner so nochmal versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen. Was denkst du? Was sollen wir tun? Ich glaube, wir können nur eins tun. Wir müssen Bloodgood warnen. Ihr die Seiten aus Horrorpedia zeigen und ihr sagen, dass ihr alter Erzfeind hinter ihr her ist. Wer weiß, vielleicht holt sie den Monster-Schulverwalter als Verstärkung hinzu. Klingt nach einem Plan. Bringen wir die Seiten zu Bloodgood und planen wir dann unseren nächsten Schritt. Sind alle einverstanden? Ja, das sollte klappen. Sollen wir uns morgen vor Bloodgoods Büro treffen? Dann gehen wir hinein, zeigen ihr Horrorpedia und sie regelt alles. Warum erst morgen? Das müssen wir heute machen. Das müssen wir sofort machen. Ach, sicher. Na gut. Wenn ihr euch noch mehr Zeit lassen wollt. Toller Plan, Frankie. Wir treffen uns mittags in Bloodgoods Büro und reden mit ihr. Ja, aber seid in der Zwischenzeit sehr vorsichtig. Es wird da draußen gruselig. Aber nicht so cool gruselig wie sonst. Das stimmt. Immer mehr Leute benehmen sich seltsam. Meiner Berechnung nach wird die ganze Schule innerhalb einer Woche verflucht sein. Eine Woche? So viel Zeit haben wir nicht. Genau, dann geht sofort dahin. Mann, was lasst ihr euch denn jetzt noch Zeit? Okay, dann ruhen wir uns aus, Monster. Wir treffen uns morgen wieder. Oh, ich fass es nicht. Warum unternimmt man das nicht sofort? Ganz ehrlich. Das kann ich so überhaupt nicht verstehen. Ach, von hier aus komme ich da nicht hin. Doch, eigentlich ging das doch. Ach, egal, wir gehen zum Unterricht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mann, Mann, Mann.
Ich verstehe es einfach nicht, warum sie nicht sofort zu Bloodgood gehen. Was ist denn das für ein Quatsch? Wieder bis morgen warten. Da muss man doch sofort handeln. Oh, das regt mich schon ein klein bisschen auf. Das ist echt ja eigentlich so wichtig, dass sie da Bloodgood Bericht erstatten. Und dann sagen sie, ja komm, dann machen wir das morgen. Wir suchen uns noch ein bisschen aus. Okay. Nicht aufregen. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Alles wird gut. Wir gehen zum Unterricht. Danach lesen wir nochmal den Newsfeed. Wer weiß, was da jetzt alles geschrieben steht. Und das kommt jetzt sowieso nochmal alles hinterher. Genau. Okay, mal ganz kurz gucken an Aufgaben. Ach, dann müssen wir tatsächlich wieder nach Hause gehen. Das geht ja fix jetzt. Das neue Cheerleader-Team stellt meine Welt auf den Kopf. Komische Schritte in Perfektion. Ach nee, kosmische. Oh, danke, du glorreiche Cleo. Wir verehren den Boden, von dem du uns anführst. Wir sind erniedrigt, Cleo. Wir wollen dir jeden Wunsch erfüllen. Vielen Dank, meine Kapitänin. Cleo, wir dienen und gehorchen dir, damit wir steinreich sein werden. Ach nee, siegreich. Du bist so großzügig, Cleo. Wir sind des Lobes nicht würdig. Der Sieg wird uns gehören, Cheerleader. Liest das sonst noch jemand? Es ist alles etwas seltsam, Holt. Mehr als sehr seltsam, Twyla. Das könnt ihr aber laut sagen. Dann gehen wir jetzt mal ganz, ganz fix nach Hause, so schnell es geht. Dann müssen wir bestimmt nochmal in den Unterricht gehen früh. Und dann... Ach, warte mal. Oh, Mist, ich wollte doch noch den Monstertyp ändern. Wie komme ich denn jetzt nochmal dahin? Ich muss mal ganz kurz gucken. Monstertyp, Monstertyp. Wo steht denn hier? Bibliothek, das da. Nee. Ach, ich habe immer so echt Orientierungsschwierigkeiten. Hier ist es aber auch nicht richtig. Oh, ich will aber auch nicht so viel Zeit vergeuden dafür, das zu suchen. Hier oben eventuell. Konnte man da nicht auch noch irgendwo hin oder gehe ich hier nur einmal im Kreis? Orientierung gleich null. Muss man ja einfach mal so sagen. Das. Da oben steht natürlich wieder überhaupt nichts. Ach, dann komm, dann machen wir es später mit dem Monstertyp. Wir gehen ja bestimmt noch sowieso nochmal dahin. Das ist die falsche Richtung. Ach, ich bin schon so ein bisschen nervös. Weil eigentlich würde ich jetzt gerne den Monstertyp ändern. Andererseits bin ich so unglaublich gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Na gut, dann muss ich ein bisschen Kompromisse schließen. Sage, wir machen das mit dem Monstertyp dann in der nächsten Folge, damit wir hier noch ein bisschen was schaffen. Damit ich wenigstens ein bisschen noch was weiß, wie es weitergeht. Nach Hause gehen? Ja. Okay, auf geht's nach Hause. Ich würde aber jetzt doch nochmal dann wenigstens die Frisur wechseln. Oh, Moment. Shoppen. Aber ich habe echt viel zu wenig eingesammelt. Aber das ist auch nicht so besonders dolle, was da jetzt ist. Dann ist das gut. Okay, machen wir mal eine andere Frisur. Die finde ich auch immer noch ganz schön, die Frisur. Ich hatte doch das letzte Mal noch eine, die ich auch ganz toll fand. Welche war das denn nochmal? Die hier finde ich ja auch super, muss ich ja sagen. Mit Grün passt es natürlich perfekt. Aber ich hatte doch noch einen anderen Favoriten. Ach, die war das, glaube ich, ne? Ich glaube, die war das. Die passt total gut dazu. In Schwarz. Passt super. Nehmen wir. Wieder ein bisschen neu frisiert. Dann fällt das ja auch nicht auf, dass wir uns da irgendwie um das Amulett kümmern. Wenn wir uns trotzdem immer jeden Tag die Haare frisieren. Ja, das war ja auch wieder nicht viel. Aber es gibt halt auch nicht mehr so viel zu holen jetzt. Ihr seht ja schon, es geht momentan immer recht schnell. Das Kleid behalte ich jetzt übrigens an.
Das habe ich jetzt geplant. Weil das habe ich das letzte Mal erst angezogen. Und deswegen machen wir das so. Ach, wir müssen erst an der Konferenz teilnehmen. Okay. Okay, dann bin ich auch gespannt, was Toralei so erzählt. Die gute Toralei. Die auch besessen ist. Wie alle. Mal, dann gehen wir ja jetzt hier lang. Vielleicht habe ich so ein bisschen das Glück und wir kommen dann noch mal zum Labor. Labor, Labor, Labor. Naja, nix Labor. Labor. Okay. Hä? Das sieht hier so anders aus. Verdammt, die sind weg. Jetzt muss ich die erst suchen, um den Monstertyp zu ändern. Was ist denn jetzt hier los? Es geht alles ein bisschen drunter und drüber, habe ich das Gefühl. Okay, dann muss ich Ausschau halten, dass die im Gang hier wieder irgendwo stehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal sehen, ob sie überhaupt noch den Monstertyp wechselt für mich. Da ist sie doch. Ja. Das war jetzt aber echt Zufall. Okay. Werwolf sieht auch irgendwie niedlich aus. Wir könnten noch mal Frankenstein nehmen. Oder wir sind auch eine Mumie. Obwohl, so ein Wasserwesen hatten wir auch noch nicht. Das sieht irgendwie auch schön aus zusammen. Ich nehme mal das Helle. Ist mal was komplett anderes, so ein bisschen. Ja. Es sieht doch auch mal cool aus. Öfter mal was Neues. Achso, da muss ich lang. Okay. Es sieht wirklich gewöhnungsbedürftig aus. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist mal was anderes. Und wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt nicht die Münzen. Toll. Okay, wir nehmen an der Konferenz teil, aber das erst in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.